So, hallo Leute und willkommen zur, ich glaube, sechsten Folge Surva. Ja, sechste Folge Surva müsste es sein. In der letzten Folge wäre ich ja fast gestorben wegen diesen scheiß kleinen Spinnen. Ich wollte einfach nur den Spawner abbauen, ist mir aber nicht gelungen. Dann bin ich lieber abgehauen. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, er ist schon wieder da. Joint er mir nach oder vor oder keine Ahnung. Ah, ich bin jetzt gerade hier. Ich wollte mal hier wieder zurückfinden. Aber ich habe es noch immer noch nicht gefunden. Also in der letzten Folge wollte ich wieder mich auf den Weg machen, wieder nach Hause, wo noch die Kiste und die bei den Öfen sind, die noch voll mit Eisen waren. Aber ich finde da einfach nicht mehr hin und ich will nicht hier sterben. Wo war das denn? Okay, das ist hier wirklich unnötig, da jetzt eine Fackel hinzumachen. Es war hier irgendwo in der Nähe natürlich, aber wo? War das hier? Ich weiß es echt nicht mehr. Weil diese Höhle ist einfach gigantisch. Hier ist eine Fackel gewesen. Das ist schon mal sehr gut, wenn hier eine Fackel ist. Das bedeutet auf jeden Fall, dass da hier schon mal jemand war. Und wahrscheinlich war ich das. Da unten ist ein kleiner Slime. Den töten wir auch noch eben. Aber trotz alledem weiß ich immer noch nicht genau, wo ich jetzt herkommen oder hin muss. Echt nicht. Ich nehme mal lieber jetzt das Eisenschwert. Ich verstehe es einfach nicht. Oder. Ja, hier sind ja noch überall Fackeln. Also, die sind ja alle von mir. Müssten ja, ne? Jetzt auch noch. Ey, diese Höhle ist einfach nur mega groß. So. Hier habe ich mal lang gegraben. Ja, das weiß ich noch. Wegen Dias und so weiter. Ihr wisst schon. 22 Level, ich müsste mal. Verzauberungstisch. Kriegt man zwar nicht so die super guten Verzauberungstisch. Alter, stirb! Wieso mache ich das eigentlich mit meinem. Egal, mit meinem Dias-Schwert. Passt schon, glaube ich. Aber Mist, ist das nervig. Ich will doch nur die Kiste und die. Ja, ich habe in die Kiste aus. Hier war ich beim letzten Mal. Das ist auch alles leer, aber ich weiß nicht, wo ich dahergekommen bin. Hier diesen langen Gang, diesen Gang entlang, nicht den langen Gang. Doch, den Gang entlang. Hier ist was. Hier ist auch was da oben. Bin ich jetzt hier in der Nähe von da, wo ich hin will? Überall diese Lava. Unmöglich ist das. Natürlich ist es jetzt wieder super dunkel, aber egal, wir können ja Licht machen. Okay. Alter, okay, ich bin runtergefallen. Das hier kommt mir auch so bekannt vor. Es kommt mir eigentlich alles hier so bekannt vor. Ich muss nur den richtigen Weg finden. Ich muss nur. Hier ist aber so eine Treppe, ja. Ich glaube. Muss die Treppe so hoch. Muss hier dann irgendwo lang gehen. Aber wo lang? Da ist es. Ich habe die gefunden. Hä, da ist nichts drin. Okay, hier sind aber noch 60. Okay, tue ich erstmal. Ja, ich habe es alles gefunden. Okay, gut. Hier tue ich noch, na gut, bisschen. Na, Gold, naja, brauche ich jetzt nicht so wirklich. So, hier haben wir auch noch, oh, hier haben wir noch Eisen drin. Das ist jetzt ja eigentlich noch meine Kiste. Die darf ich auch öffnen, ist ja nur meine Kiste. Aber ich glaube, ich darf nur eine Einzelkiste haben, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Egal, erst was essen. Gut, dass ich das hier noch gefunden habe. Aber gut, gebracht hat es mir jetzt auch wenig. Ich hab Gold. Ich könnte aber mal was craften. Gut. Will ich erstmal. Ach, dafür braucht man 9 für den Block. Okay. Ich wollte mir nämlich. Ein Amboss bringt es mir aber nicht wirklich, ne? Wie macht man sich denn nochmal. Bücher brauche ich dafür. Aber ich hab noch. Ich müsste. Ich glaube, ich gehe jetzt mal an die Oberwelt. Eisenschwert, Steinschwert. Das ist eigentlich nur Dreck hier noch. Pfeile nehme ich noch mit. Bisschen Fäden. Habe ich den Fäden?
Fäden hatte ich auch noch, okay, Kohle, das kann man noch mitnehmen, den Rest braucht man aber eigentlich nicht wirklich. Könnte ich mir hier nochmal Schüsseln machen, das ist eine gute Idee. Ne, das war ein Boot, das war ein, mache ich mir bis, ach, ich kriege aus einer 4, ja gut, perfekt. Oh ne, auch jetzt habe ich, egal, jetzt habe ich 8. 4 ist, okay, 2 so. Das Hühnchen brauche ich nicht. Spinnenauge brauche ich nicht. Suppe. Und die anderen Schüsseln brauche ich eigentlich auch nicht, ne. So, 2 Schilder, eine Erde, ein einzelnes brauche ich auch nicht. Fichtensetzlinge. Die 2 Schilder, die mache ich jetzt mal hier. Obwohl, ne, die Kiste, die braucht eigentlich keiner mehr. Ich müsste mir mal Feuerzeug machen. Ich brauche mal Gravel. Boah, ich denke immer, hier ist jemand, aber da ist gar keiner. Ich brauche Gravel. Hallo, hier oben jemand Gravel gesehen? Dann ich mir mal ein Feuerzeug machen, das wäre ganz gut. Okay, ich weiß auch nicht, ich wüsste auch jetzt gar nicht, wie ich eigentlich aus meiner komischen Höhle wieder rauskommen würde. Komme ich hier wieder raus? Naja, ich finde die bestimmt auf der Ober. Ja, die Kiste, in der Kiste war ja eigentlich nichts mehr drin, deswegen habe ich auch die Schilder abgemacht, okay. Ich würde sagen, ich. Obwohl, nee, ich habe ja noch meine ganzen Dings noch da drin, mein gesamtes Eisen jetzt noch da unten. Da muss ich nochmal hingehen. Ach ja, ich vergesse auch irgendwie immer alles. Hä, wo komme ich? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Ernsthaft hier, glaube ich, ne? Hallo, was ist. Die Höhle ist total. Scheiße irgendwie. Das sind irgendwie 5 Höhlen in einer. Hier. Bin ich hierher gekommen? Ey Leute, ich. Hier unten, oder? Wieso weiß ich das denn? Nein, hier bin ich garantiert nicht hergekommen. Das waren irgendwie 60 Eisen oder so noch. Die habe ich da nämlich gerade reingetan. Ja, hier. Okay. Lag, okay. Ich wurde zurückgesetzt. Warum nicht? Nee, da war ich ja gerade. Von. Wie bin ich denn jetzt? Bin ich hier lang gegangen? Nee, ich bin daher gekommen, ne? So hoch bauen. Ja, hier bin ich, glaube ich, hergekommen. Oder auch nicht. Bin ich hierher gekommen? Jetzt suche ich hier schon zum zweiten Mal. Hier bin ich hergekommen. Hä, wo ist das? Da ist das, okay, da unten. Kein Bock. So, in die Kiste tue ich jetzt nur noch den ganzen Schrott rein, den eh keiner braucht. Oh, Schwarzpulver. Aber hier ist, haben wir. Ne, Bruchsteine sind das. Bruchsteine. Erde. Ne, nicht Steak. Steak brauche ich noch. 8 Pfeile, das ist ganz gut. Kürbiskerne, Weizenkörner sind auch ganz gut. Leder, ja, Leder brauche ich echt nicht mehr. Ach, für Bücher braucht man Leder. Ja, gut. Die Schalen kann ich mir wieder welche machen, wenn ich welche brauche. Pilze, ja, gute roten Pilze kann man auch nochmal mitnehmen. Eine Werkbank kann ich mir eine neue craften. Schilder. Brauche ich auch nicht. Boah. Ein Schild nehme ich mal mit. Sonst läuft eigentlich bei mir. Lapis Lazuli, die brauche ich echt nicht. Diamant habe ich noch. Gold. Übrigens. Genau, hier habe ich noch ein bisschen was. Ein Gold bringt es aber. Obwohl. Ich brauche doch Gold-Dings hier. Goldäpfel. Ach, egal. Ein Gold. Kohle mitnehmen. Die nehme ich auch noch mal kurz mit. Öfen. Und ich habe so viele Steine, komm, ich lasse das alles hier. Das hier mache ich, die Kiste mache ich kaputt und lasse sie auch hier, damit das dann gleich alles schön verschwindet. So, okay, perfekt. Wobei,
Ich nehme das hier auch. Ah, ich kann ja. Ich könnte ja alles neu mitnehmen. Was will ich eigentlich mit so vielen Spinnenaugen? Weg damit. Obwohl. Ah, doch, ich nehme die mit. Komm, das nehme ich aber noch mit. So, jetzt gehe ich aber wirklich. Aber ich glaube, die Folge ist gleich auch schon vorbei. Müsste. Aber ich. Guck, boah, ich denke mal, da ist jemand. So, jetzt muss ich nur noch einen Weg hier rausfinden. So, ich grab mich jetzt einfach hier hoch. Ganz einfach. Okay, er hat das Spiel schon mal verlassen. Das heißt, er hat schon ein paar Dings aufgenommen. Er hat jetzt aufgenommen. Er macht immer so irgendwie 10 Minuten oder so, keine Ahnung. Hier ist übrigens Gravel. So lange Gravel abbauen, bis da irgendwas Tolles rauskommt. Nehme ich ein. Ich brauche hier nur ein Feuerzeug. Da haben wir doch schon unser Feuerstein. Okay. Was schmeiße ich dafür weg? Redstone. Ja, für zwei Feuersteine. Perfekt. Man hat voll ein Problem mit seinem Inventar irgendwie. Das ist voll schnell. Okay, ich baue das mal mit dem Ofen ab. Ich darf hier nicht so viel Spitzhacke verschwenden. So, ich nehme noch 2 Minuten so auf, dann reicht das. Ich will auf jeden Fall mich noch hier rausbauen, dieser Folge. Ich glaube, ich werde aber auch immer, wenn ich F3 gedrückt habe, werde ich das immer verdecken. Das passt jetzt schon irgendwie. Okay. Seht ihr gerade eigentlich irgendwas? Ich glaube nicht, aber passt schon, glaube ich. Hoffe ich mal für euch. Dass es für euch passt. Dass es nicht schwarz ist. Wenn nicht, dann werde ich, kann ich das ja noch mit YouTube ein bisschen heller machen. Für euch. Extra. Jetzt habe ich auch keine Spitzhacke mehr. Doch, ich habe doch noch eine. Stimmt, ich habe seine Spitzhacke noch. So, oh ja, Eisen. Leider habe ich keine weiteren Diamanten mehr gefunden. Naja, muss ich später noch mal eine andere Höhle suchen oder einfach nur mal so Stripmine. Aber wie gesagt, Stripmine bin ich nie so gut. Und was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Wow, ach, deswegen ist es so hell. Ja, okay. Kann man mal machen. Oh, vielleicht ist das eine Höhle von jemand anderem. Wo bin ich denn jetzt? Zumindest, ich kann hier hochgehen. Ist das die... Ist das da, wo wir rein? Nein, hier geht's nicht weiter, hier geht's eher nach unten. Ich bin immer total verwirrt. Irgendwelchen. Da geht's nach unten, das heißt, hier muss es nach oben gehen. Ja, stimmt, hier sind wir reingekommen. Die habe ich jetzt extra verdeckt. Hier habe ich das auch extra zugemacht, genau. Ja, endlich wieder draußen. Rohes Hühnchen, weg. Mit dir. Was, hier ist schon das Ende? Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Dass ich so, dass die Höhle so weit weg ist. Denn das ist ja 1000 Blöcke nur. Oh, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Sachen für mich. Hier von Hunden nehme ich mal ein bisschen mit. Ah, oh, hier mal endlich mal wieder draußen sein, macht ja auch Spaß, ne? Muss ich jetzt ja mal ehrlich sagen. Mal den ganzen Höhlen da abgammeln und so weiter. Endlich mal wieder hier draußen die Welt erleben, die Welt genießen. Okay. Aber ich würde mal sagen, das Video ist, glaube ich, jetzt schon zu lang und deswegen Verbindung trennen. Und das war's mit der 6. Folge von Sova. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei und tschüss.